mach das. Du gefällt mir das schon viel besser mit diesen Waffen. Ist schon viel angenehmer. Als mit Waffen, die ich nicht kenne. Okay. Ich habe hier den Punkt mit einem roten X markiert. Du bist mein neuer Lieblingsrusse. Ich gebe die Koordinaten im GPS ein. Platziert die Bomben dort. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Super, baller nicht. Das kann was werden. Okay? Ich kann nichts versprechen. Lass mich hier nicht einfach hängen. Ich kann mit dem Ding nicht schießen. Hab dich. Okay. Pass auf, sonst machst du bumm, Alter. Ja, warte, ich muss auch so ein scheiß Ding mitnehmen. Halbwegs zumindest. Also so peu à peu, würde ich sagen. Teilweise vorgehen mit dem Scheißteil. So. Pass auf, dann nimm dir du so ein Teil und... Bist schon. Wir müssen noch hoch, ne? Wir müssen eins hoch. Ich gehe schon mal vor, weißt du? Warum holst du denn doch so ein Ding? Weil das, denke ich mal, nicht so pralle wäre, wenn hier Gegner rumballern. Weil ich doch mit dem Teil nicht schießen kann. Deshalb sage ich ja, ich gehe hoch und... Verstehst du? Zu frei, ich hole das nächste. Kannst du schon mal irgendwie aufrollen. Bis jetzt, warum ich das so machen wollte? Nee, ne? Nimm die andere Rolltreppe, ne? Die links. Weiß ja nicht, wo das nächste X ist. In Ordnung. Komm mal hoch. Wo ist X? Das Problem, was ich finde, ist, dass du jetzt die andere Rolltreppe hochgegangen bist. Wieso? Oh! Was hast du jetzt gemacht? Ich dachte, du hilfst mir! Ja, du hast doch gesagt, du gehst die andere Rolltreppe, da wollte ich ja dahin gehen. Und da sind aber auch noch andere Gegner hier. So einfach ist das alles gar nicht. Und hier ist der X. So, nur noch eine. Och, Alter. Ich will mal gucken, wo das andere X ist. Dit? Das letzte. Uah, scheiße Gegner. Das war's. Kacke. Ich komme jetzt hoch. Ja, ich suche gerade das andere X. Letzte. Also gut, jetzt hol doch nicht rum, Mensch. Was ist denn das scheiß X? Hä? Nenn mich doof, aber da vorne geht's nicht weiter. Doof. Ja. Da habe ich schon Gegner platt gemacht. Kann ja nur eigentlich hier irgendwo in der Außenbrüstung sein, ne? Sehe ich richtig. Bestimmt bei den Dinger, wo ist denn das dritte? Oh, auf der ganz anderen Seite.
Was? Ja, lauf einfach weiter. Du wirst es finden. Ja, hier. Ich habe aber keinen Gegner mehr. Die alle Matsch gemacht hat. Liegen die alle rum. Falls du eine neue Waffe brauchst, liegen genug. Mach mal rein, das Ding da. Fertig! Gehen wir in Deckung und zünden das Ding. Gut, kommt her, wir sehen uns das Spektakel von hier an. Verstanden. Ich zünde, wenn ihr beide hier seid. Lass mich erraten, wir müssen wieder runter. Oh ja, jetzt kommt wieder Gegner. Ach komm. Ah, hast du was. Boom, Matsch. Wow. Ui. Runter jetzt hier. So. Okay, kann losgehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Sprengen habe ich so richtig Bock. Schnellste Therapie der Welt. Ja, ich fühle mich so richtig entschleunigt jetzt. Ja, hat Spaß gemacht, Amerikaner. Lasst uns runtergehen. Wir zeigen, dass wir getrennte Wege gehen. Ich gehe auch so. Ich glaube, wir müssen hier lang. Irgendwie. Kommen die Typen raus? Gar nicht weiter. Naja. Was sind die nur? Hinter dir. Ich muss hier noch ein paar Gegner-Matsch machen. Irgendwie mögen die uns nicht, kann das sein? Ach nee, so ein Explosionstyp. Wow! Also sie sind Granatwerfer? Ja. Ich hab das scheiß Ding nicht. Schmeiß mal eine Granate zu dem. Ey, der war gut. Was ist jetzt? Da stand Wart auf anderen Spieler, keine Ahnung. Fuck. Ah, ehrlich. Ja, mit dem Scharfschützengewehr klappt's ganz gut. Latscht der irgendwo anders hin. Oh, fuck. Jetzt umgehauen. Bums. Und die letzte noch. Er kommt zu mir. Bon. Matsch. Wenigstens Muni für mich? Nee, natürlich nicht.
Wäre ja ein bisschen unlogisch, ne? Ich liebe diesen der Scharfschützen-Muni für mich hätte. Seid ihr zwei Brüder? Danke. Nein, jedenfalls nicht ja. Blutsverwandt. Aber wir kennen aus der Ewigkeit. Zu viele Leute in dieser Welt schämen sich nur um sich selbst. Zusammen sind wir stärker. Jetzt können wir alle Brüder sein. Drei Amigos. Okay, konzentrieren wir uns lieber auf die anstehenden Aufgaben. Jetzt kriegt ein Ding allein auf. Ach du Scheiße. Hui! Hat irgendeiner sich den Granatwerfer geschnappt? Das war bestimmt der Onkel. Der springt sie alle weg. Wer soll sich die von sonst geschnappt haben? Ich? Einen übersehen. Ist die Muni bei dir leer, ne? Ja. Von dem Teil. Das sind nur ein paar Schuss, ne? Pass auf, da ist noch einer. Links von dir. Das ist gerade Panzer vor der Nase. Jetzt nicht mehr. Der ist aber ganz schön verwundet, ne? Der hat immer so ein Kreuz über dem Kopf. Der Typ. Jo. Okay, Amerikaner, war nett mit euch. Aber ich werde jetzt gerne für mich allein. Was? Halt, wollen wir das wirklich zulassen? Was hast du vor, Brezhnev? Das geht euch gar nichts an. Geht jetzt, bevor ich sauer werde. Keine Ahnung, ob wir das machen können. Meldet sich auf einmal euer Gewissen. Was für eine Schande. Gut, ich helfe euch. Ich gebe euch Geld, damit ihr abzieht. Leicht verdiente Kohle. Lenkt nicht. Da. Verdammt! Keine Panik, niemand trifft so genau. Ja, haha. Dein Blut lachst du nicht mehr. Ich würde sagen, wir sind quitt. Mal sehen, ob sie besser zielt. Das muss jetzt aber richtig gewesen sein. Hundertprozentig. Na super. Jetzt wird sie zur Massenmörderin. Toll. Was ist gut oder böse? Keine Ahnung. Das müsste gut gewesen sein eigentlich, ich meine. So, ich würde jetzt aber sagen, meine lieben Freunde, dass ja, mein Freund, wir jetzt erstmal Schluss machen für heute. Jo. Würde ich auch sagen. Jo. Also, wenn ich jetzt X drücke, komme ich wieder Ladebildschirm, ne? Richtig. Okay. Meine guten, lieben, besten Freunde. Nein, so. Also, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und heute war es ein bisschen ruhiger, von meiner Seite aus zumindest, weil ich war heute irgendwie ein bisschen sehr konzentriert, aber es hat mir deswegen auch umso mehr Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran gehabt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Rios und Salem ballern auf Sandalen.
So. Das wird der nächste Einleitspruch. Also dann, bis morgen. Tschüss.